erfülltes Leben. Wenn man so alt wird und fit wird. Ja. So, wo, Matze, wo musst du denn raus? Musst du generell irgendwo raus oder musst du hier in... Ich muss einfach raus. Okay, weil, okay, also es ist jetzt nicht so eine Daily Quest, wo du... Nee, nee. Zweimal Shoreline verlassen. Das ist eine recht angenehme Quest, die kann man machen. Ich renne jetzt wieder hier den Weg, den wir vorhin gerade gegangen sind. Ja, ich hab nur Schmerzmittel wieder geschluckt. Kennst mich ja. Auch meine Frau ist halt dann so, ja klar, kann ich auch verstehen, die geht halt auch die ganze Woche arbeiten, dann kümmert sie sich ja so bald um die Oma, fährt einkaufen und bringt ihr Zeugs oder Geld, dass es, dass die Oma was bezahlen kann. Und dann will die mal halt ihre Ruhe, aber so, also mich stört es nicht, wenn die Oma halt, und die sitzt ja halt, dann machst du ihren Fernseher an und guckt die da und ja, sie quatscht halt und ja, es ist die Oma meiner Frau, also ich sage mal, okay, das ist jetzt noch so mit die letzte Oma, die wir haben. Ja, ich möchte halt auch alt werden, aber jung bleiben. Aber ich glaube, das... Aber wenn man mit 93 noch fit ist, ist doch schön. Ja, aber es, ich meine, guck mal, ich bin jetzt 51 dieses Jahr und dafür bin ich so noch relativ jung geblieben, sozusagen. Klar wäre ich körperlich alt, aber dass man halt auch noch ein bisschen offen ist und flexibel bleibt und sowas, das ist schon wichtig, denke ich. Und Männer, weiß, ja. Ja, sind, guck mal, wir, ich meine, wir sind ja alle am Zocken, also irgendwie ist es, ist ein, das Kind von uns immer noch ein bisschen da. Finde ich auch gut so. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich mit 50 verhält, sozusagen. Ja, ist so, ich habe mal überlegt, so, weil mein Vater, der hatte mit 30 schon ein Haus gebaut. Mein Bruder und ich waren schon auf der Welt. Ja, Wahnsinn, ne? Wie schnell und das wieder ging. Die waren schon so ernst. Auch mit 30 waren die halt schon erwachsen, sozusagen. Ich bin es ja noch nicht mal mit 50 und ich weiß auch nicht, wie es. Nee, bis in 20 Jahren werden wird. Nee, ich weiß es auch. Ich will es ja auch nicht. Ich kann es auch nicht erzwingen oder sowas. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich guck mal. Nach hinten. Ne? Das Leben ist halt schon ernst genug. Und ich meine, klar, irgendwo. Erwachsenen-Scheiß musst du eh machen. Rechnung zahlen vorwiegend. Luca, grüß dich. Ja, Thomas. Ich sehe, wir verstehen uns. So, naja, dann. Aber wir müssen aufpassen, dass kein Ranz Robert. Würde ich mal wieder. Wo muss man wieder hin? Wieder da hinten, ne? Wir müssen einfach, also. Wir müssen ja, einfach nur raus. Aber wir müssen. Ja. Können hier und da mal einen Abstecher machen. Wie du willst, ich komme. Ja. Ganz gemütlich, ich bin ja. Ich habe ja nichts mehr zu tun. Außer töten. Ich bin eigentlich wieder nur Gelegenheit bietet, mehr am Quatschen als am Zocken irgendwie. Ich war jetzt gerade richtig weg so. Ich war jetzt gar nicht im Spiel. Ich habe einfach nur Chat gelesen, gelabert. Ja, so ist das bei den Hühnern. Nee, so ist es bei Männern, weil Männer nicht multitaskingfähig sind. Das ist eine ganz einfache logische Erklärung. Und damit ist wieder der Beweis erbracht, dass ich ein Mann bin. Ich kann nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen, was Frauen von sich jedenfalls immer behaupten. Ja, wobei Verhaltenspsychologen haben festgestellt, dass Multitasking gar nicht so gut ist, wie es immer dargestellt wird, ne? Nö, ist es, glaube ich, auch nicht. Ey, hier läuft was. Oh ja. Hör ich? Hast du ihn? Einen habe ich. Einer ist noch da. Einer ist noch da. Ja, liegt, hab ich. Sehr gut. Waren es zu zweit oder noch ja, zu dritt? Ich gehe um den Felsen herum. Matze, ich gehe um den Felsen. Okay. Ich gehe um den Felsen herum. Ich würde sagen zwei. Ich habe zwei Steps, also zwei Laufen gehört.
Ja, ich gehe trotzdem safe. Ja, ja. So, ich bin jetzt an der Stelle, wo du warst. Also wenn du rumkommst, mich nicht erschießen. Komm jetzt um den Felsen herum, bitte nicht schießen. Ja, jetzt, okay. Ich laufe auch, damit du mich hörst. Okay, seh dich. Alles safe. Ja, sauber. Nice, so ganz nebenbei. Zwei Leute weggesnackt. Das ist, genau, das ist deiner, der andere, der hier liegt, ist meiner. Und was war denn? Level 6, ganz armes Schwein. Ich lasse ihm mal sein Zeug da. Meiner war Level 19. So, wartet Leute, ich lese gleich. Ich lese gleich. Kurz mal ein bisschen Zeug hier in Sicherheit bringen. Der hat da aber auch nichts Tolles hier, der arme Kerl. Das lasse ich auch. Das ist alles da. Och Gottchen. Der ich glaube, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, sonst hätten sie uns auseinandergefetzt. Wieso? Der hatte ja nichts. Was? Na, wenn das jetzt High-Kiot-Spieler gewesen wäre. Ja, ja. Wobei, wenn du einen erschossen hast und der andere kommt im Kreuzfeuer. Ja, aber ich sag mal, ich habe ja auch mal Treffer kassiert. Übrigens, lass mal schnell gucken. Obwohl, ne, ist ungünstig. Lass uns mal ein bisschen weiter vor. Da ist ein Gebüsch, da hau ich mich rein. So, dann will ich erstmal einen Chat lesen. Ich hau mich hier erstmal ins Gebüsch. Samurai? Ach, du bist weiter vorne schon an der Hütte vorbei, ja? An diesem Stash. Irgendwer schießt auf mich. Das war ich. Idiot. Ey, wenn ich nun reflexartig zurückgeschossen hätte, was ich nicht gemacht habe, weil ich mir dachte, nein, dass du es sein könntest. Ich habe ans Haus geschossen. Du bist ja an der Haus. Ich habe hier an einem Fenster vom Haus geschossen. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich habe auch schon gesehen, wie du umgedreht hast. Habe ich gedacht, Mathilde ist aber jetzt ganz nervös. Ach so, Corona hattest du schon. Okay. Also ich hatte das, weiß ich nicht, also ich hatte es noch nicht, sage ich mal so, obwohl ich auch mal der Meinung war, ich hätte es haben können. Also war irgendwie ein bisschen so Atemprobleme und sowas. So, wo gehen wir denn lang? Wir gehen wieder hinten über die... Über Tankstelle oder über Dings oder über Kraftwerk? Über das Kraftwerk. Deswegen, Kraftwerk. Mir ging es aber nicht schlecht. Ich hatte halt bloß ein bisschen so Huddel mit der Luft. Dann war alles auch ein bisschen angeschwollen, auch so durch die Nase ging gar nicht. Aber das weiß ich nicht, ob das Corona war. Ich bin der Kerl, der aus nichts noch weniger macht. Das habe ich mal meinem Kumpel erzählt. So, ich sage, Dirk, hör zu. Ich habe mir was ausgedacht, was so richtig auf mich zutrifft, sowas. Was mich ideal beschreibt. Ich bin der Kerl, der aus nichts noch weniger macht. Und da haben wir uns kaputt gemacht. Das trifft's aber irgendwie. Ich hab irgendwie... Jetzt, also mir geht's jetzt nicht schlecht oder so, aber das war wirklich so, mal, wo ich sage, okay, das will ich erreichen, das, dafür will ich arbeiten, dafür reiße ich mir den Arsch auf, das klappt. Das hat's bisher noch nie und egal, wie ich mir den Arsch aufgerissen habe. Aber das ist halt mein Schicksal. Kannst du nichts machen. So. So, rübergehen. Wollen wir nochmal reinschnögen? Hör mal, ich habe auch den Schlüssel, glaube ich, wieder oben. Ach so, wobei, ne, ich habe meinen Schlüssel, meinen Shoreline-Schlüssel gar nicht mit, stelle ich jetzt gerade fest. Ja, krank sein ist richtig scheiße. Egal was, die beste Krankheit taugt nichts. Das stimmt. Egal was du hast. Ja, aber er hat gesagt, man soll jetzt wieder auf die klassischen gehen, weil dieses Stream-Audio funktioniert nicht so gut. Hat er sogar selber zugegeben, also. Also für mich. Traurig. Passt das? Ich weiß nicht, ob ich mit... Oh, Alter, da ist was runtergekommen. Alter, da liegt was, ja. Boah, lass uns mal erstmal hier die Gegend abchecken. Bevor wir hier. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob hier drüben nicht schon einer auf dem Hügel liegt. Ja, doch, wir schießen schon. Von wo?
Und geradeaus, geradeaus. Ich lauf, hat er schon. Ich lauf mal ein bisschen hier so Richtung Tanker. Dich hat da, er schon. Da, rechts von der Tanke, rechts von der Tanke schießt er. Also du gehst jetzt gerade weg von ihm. Der ist auf dem Hügel, wo es die Skeffs gibt. Ja, dieser scheiß Busch. Wo du hingeguckt hast. Also der ist 10 Uhr von dir aus gesehen, ne? Also du kannst einen Busch weitergehen. Oh, warte, ich sehe ihn. Ich glaube, der hat es zeitlich gesegnet. Sehr gut. Sehr schön angesagt. Ja, genau 10 Uhr von dir war er. Da muss ich dich echt mal loben. So wünschst du dir. Aber du safest meine Sachen. Ich weiß nicht, wo du liegst. Ich schnapp mir den. Oh, ich hab sogar. Es waren zu zweit. Matze. Was denn? Die waren zu zweit. Ich habe seinen Kumpel schon getötet. Die Ach so. Da liegen zwei Leichen dann. Ja, ja, habe ich gerade gesehen. Ich habe zwei Jusek getötet. Aber nicht das. Nee, der hat noch gezuckt, auf den ich da geschossen habe. Der hat noch die Hufe hochgeschmissen. Ja, aber die waren dann zu zweit. Dann hast du den zweiten von denen erschossen. Dann hat er gerade seinen Kumpel gelootet. Weil genau da, wo du geschossen hast, war sein Kumpel. Und ich sehe, dass ich zwei Jusek getötet habe. Ah, okay. Das heißt, seinen Kumpel habe ich wahrscheinlich erwischt. Du hast zwei Jusek getötet? Ja, und dadurch, dass wir bei den vorherigen jeweils einen geschossen haben, kann... Ach ja, stimmt, ja, wir haben ja schon zwei. Genau, müssen die zu zweit gewesen sein. Und der hat wahrscheinlich gerade seinen Kumpel gesaved, und dann hast du auf ihn geschossen. Also da müssen zwei Leichen jetzt liegen. Ja, sieht so aus wie zwei Leichen dort drin. Ja, sehr gut, dann habe ich doch die Ratte gekriegt. Hoffentlich nicht noch eine dritte irgendwie. Ja, bei Tarkov gibt es immer einen mehr. Guck die Gegend. Hier ist noch einer. Ausreichen. Hier ist noch einer drum, Samurai. Okay. Das ist der Skeff, der das wohnt. Ich habe ja schon Ewigkeiten keinen Skeff mehr gesehen. Oh, Matze? Ja. Also falls einer von denen so ein Founding Raid X400 Lichtlasermodul hat, das brauche ich für dringend. Ach, da hätte ich jetzt doch bessere Munition gebraucht. Da war noch die Ratte. Oh, Alter, dass du den nicht bekommen hast. Ich habe es gerade gesehen. Oh. Der hatte Bar kassieren, Alter. Ich verstehe nicht, warum er nicht umgefallen ist. Selbst ja. Mit M8, ja, Munition halt, ne? Das ist genau. Ja, du sagst es. Schieß lieber immer bessere Munition. Das ist einfach.